Hallo YouTube und Filmfreunde. Willkommen zu einem kleinen Video, in dem ich euch warnen will. Ja, ich wurde ja schon öfter gefragt, auch über PN, was ist der schlechteste Film oder einer der schlechtesten Filme, die du je gesehen hast? Ja, und diese Frage kann man natürlich aus dem Stegreif immer nicht so ganz genau beantworten. Deswegen habe ich mich mal hingesetzt und mir Gedanken gemacht. Und ja, ich habe auch meine Sammlung durchforstet, um zu sehen, was denn so das Schlechteste ist, was ich so in meiner Sammlung habe oder auch allgemein. Ja, und deswegen bin ich auf einen Film gestoßen, bei dem es sich wirklich lohnt, ein separates Video zu machen und eine Warnung auszusprechen. Ja, es handelt sich hierbei um den Film Voyeur.com aus dem Jahre 2000. Ja, Regie hat bei diesem Film Miles Feldman geführt, bei dem man, glaube ich, nicht näher auf seine Filmografie eingehen muss, da er außer diesem Film, glaube ich, nichts Großartiges sonst verbrochen hat. Ja, und in der Tat handelt es sich hierbei um ein cineastisches Verbrechen, wie ich finde. Also, woran liegt das? Zum einen ist natürlich die Story nicht erwähnenswert, was ja an und für sich noch kein Grund wäre, diesen Film zu verdammen, da ja viele Filme, die auch keine gute Story haben, trotzdem gute Filme sind. Es geht in diesem Film um zwei Typen, die ein Internetformat eröffnen wollen, so im Stil von Big Brother mit viel nackter Haut, bei dem sich halt einige leicht bekleidete Mädels vor der Kamera räkeln. Und ja, es gelingt ihnen auch ein paar Mädels dafür zu begeistern und ein paar Mädels dafür anzuheuern, bei denen der IQ natürlich bei allen unter 60 liegt oder so. und bei dem Ganzen kommt dann noch ein Killer dazu, der es auf diese leicht bekleideten Mädels abgesehen hat. Also das war im Groben eigentlich schon die Story. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Aber das ist natürlich Slasher-typisch und wäre auch noch kein Grund, diesen Film schlecht zu reden. Aber jetzt kommen wir mal auf das Schlechte zu sprechen. Also zum allerersten wäre mal die ziemlich amateurhafte Digitaloptik zu erwähnen. Also das Ganze hier wirkt wirklich, als hätte man es mit einer Handkamera aufgenommen. Es ist aber kein Amateurfilm, also das Ganze ist hier wirklich nur in diesem Stil, obwohl er etwas aufwendiger gedreht ist, ist er in diesem Stil und das finde ich etwas blöd. Ja, die ganze Aufmachung hier von der DVD suggeriert natürlich auch einen coolen Slasher, also das Cover gefällt mir eigentlich richtig gut. Hier steht noch, wer ist der Containerkiller, 24 Stunden alles live. Ja, hier hinten die Bilder sehen auch recht verheißungsvoll aus, wie ich finde, also hier ist schon die ein oder andere blutige Sequenz zu sehen. Also das Ganze ist natürlich auch marketingmäßig recht geschickt gestaltet, wie ich finde, ja. Das Ganze hier ist ab 18 und ist indiziert und seit neuestem sogar beschlagnahmt. Also wer die Beschlagnahmungslisten durchgeht, wird auch hier auf diesen Film stoßen. Kann ich aber wirklich ganz und gar nicht nachvollziehen. Also die haben da wirklich zu wenig zu tun, diesen Film hier zu beschlagnahmen. Also der Film hat wirklich gar nichts an Brutalität. Die ein oder andere Sequenz ist natürlich vorhanden. Diese sind jedoch so amateurhaft umgesetzt, dass es sich wirklich nicht lohnt, diese zu erwähnen. Teilweise passieren auch Sachen im Off oder wirklich total dilettantisch. Also ich habe selten so schlechte Effekte gesehen wie in diesem Film. Das Ende ist auch total unlogisch und da hat man wirklich den Eindruck, als sei ihnen das Geld ausgegangen oder die Lust vergangen. Also das wirkt wirklich so an den Haaren herbeigezogen, dass es wirklich eine Qual ist, sich das anzusehen. Ja, auch allgemein sind die Schauspieler natürlich unterste Schublade. Aber das ist man halt von diesen Filmen auch gewohnt. Aber hier ist es wirklich so exzessiv mit diesen schauspielerischen Leistungen. Also wirklich so dermaßen schlecht. Auch die Synchro ist unterste Schublade. Und also hier haben sich wirklich auch die Leute, die den Film synchronisiert haben, wirklich absolut keine Mühe gegeben. Ja gut, ich habe zwar auch schon noch schlechtere Synchros gesehen, aber das hier ist wirklich schon unterstes Amateurniveau. Ja, Voyeur.com. Was kann man noch zu diesem Film sagen? Also
Allgemein ist der einfach auch langweilig. Also es passiert wirklich über weite Strecken gar nichts, außer dass man ja, blöden Blondies beim Daherquatschen von irgendwelchem Scheiß zuhört. Also überhaupt keine Dramaturgie in diesem Film. Ja, Extras haben wir hier eine Trailer-Show, Slideshow und Trailer. Also eine vom Film selber. Ja. Voyeur.com. Der schlechteste Film in meiner Sammlung. Und ich rate euch wirklich, einen weiten Bogen um diesen Film zu machen. Er ist zwar beschlagnahmt, aber es lohnt sich wirklich nicht, sich diesen Film zuzulegen. Nicht mal für 5 € oder so. Ja, ich werde ihn halt einfach aus Sammlungsgründen in meiner Sammlung behalten. Ja, voyeur.com. Also wirklich, Leute, haltet Abstand von diesem Film. Ja, das soll soweit gewesen sein zu dem schlechtesten Film in meiner Sammlung. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und euch dazu bringen, sich diesen Film nicht anzusehen. Ja. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Allerdings wollte ich jetzt vorher noch einen kurzen Aufruf starten. Da mir jetzt langsam, muss ich sagen, die Ideen für meinen Kanal ausgehen, und deswegen wollte ich euch mal ein bisschen befragen, was euch an meinem Kanal besonders gut gefallen hat bis jetzt, oder ob ihr vielleicht auch noch die ein oder andere Idee habt, wie ich meinen Kanal noch gestalten könnte oder was ich noch für Videos machen könnte. Also für Ideen und Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar. Ihr könnt mir das in die Kommentare schreiben oder auch per PN an mich schicken. Also das wäre sehr nett von euch, und ja, das war's dann auch schon wieder, und bis zum nächsten Mal, euer Silentium 141.